Plesser, alle Jahre wieder am 11.11. um 11.11 Uhr wird auch in unserer Region die fünfte Jahreszeit eingeläutet, der Karneval. Der Plesserer Karnevalsverein feiert in diesem Jahr seine 50. Saison. Die Schlüsselgewalt über das Plesserer Rathaus hat nun bis Aschermittwoch der Karnevalsverein mit seinem Präsidenten Peter Werner. Bürgermeister Gottfried Heinecke und Amtsleiter Manfred Drews wurden kurzerhand an den Pranger gestellt. Den Schlüssel gebe ich nicht so einfach ab. Ich habe ein paar Aufgaben an euch gestellt. Du hältst den jetzt erstmal nur. So, ihr habt folgende Aufgaben zu lösen. Und zwar bis Aschermittwoch müssen die abgearbeitet sein. Ich würde sagen, 50% dieser Aufgaben müssen erfüllt sein. Sonst könnt ihr im nächsten Jahr den Schlüssel nicht wiederbekommen. 31%. 50. 50, wir bleiben bei 50. Und zwar sollt ihr bis zum Aschermittwoch in dieser grauen Jahreszeit, wir haben es heute früh gemerkt mit dem Nebel, Lebensfreude, Lust und Fröhlichkeit in unseren Ort und die Umgebung tragen. Ihr sollt, ich habe immer regionale Sachen und große politische Sachen. Das war jetzt regional, das Große. Alle Beamten des Kreises Elbe-Elster inklusive des Amtes Plesser sollen in die Wirtschaft geschickt werden und sich dort redlich bis Aschermittwoch ernähren und ihr Einkommen sichern. Es soll regional ein Fenster des großen Saales des Kulturhauses zur Straßenseite neu gestrichen werden. Als Symbol, so könnte es aussehen. Ihr sollt dafür sorgen, die Bundesregierung in den Urlaub zu schicken. Und zwar in ein wunderschönes Gebiet, in die Karibik, nach Kuba und das Ganze mit dem Schlauchboot. Wie gesagt, bis Aschermittwoch. Ihr sollt in Plesser einen schönen, unvergesslichen Umzug organisieren. Ihr sollt dafür sorgen, dass ab Aschermittwoch für ein Jahr die Rentner im Osten die Rente eines Westrentners bekommen und umgedreht. Regional noch eine Sache, ihr sollt bis Aschermittwoch mindestens 10.000 Besucher nach Plesser holen und diese erfreuen beim Karneval und euren Veranstaltungen. 50% müsst ihr erfüllen, ansonsten gibt es im nächsten Jahr keinen Schlüssel von mir. Und jetzt, lieber Peter, nochmal zurück. Zur 50. Saison an den Präsidenten des Plesser Karnevalsclubs. Ich übergebe euch den Schlüssel, wünsche euch viel Erfolg in der Saison. Viele Gäste, alles Gute. Wir danken dem Amt, dass wir unser Kulturhaus Plesser so, wie es ist, zur Verfügung gestellt haben. Und ich möchte sagen, oder ich wünsche es mir, dass wir noch viele, viele Jahre in diesem schönen Haus feiern können. Einen Punkt auf deiner Liste haben wir schon angefangen zu realisieren. Wer von hier in Richtung Kulturhaus sieht, der sieht dort weiße Fenster an der Giebelseite. Die hat der Karnevalsverein in den letzten 2 Jahren gestrichen. Und ich hoffe, dass wir im Winter, ist ja ein bisschen schwierig mit Fensterstreichen im Winter, auch ein großes Fenster mal als Beispiel richtig schön streichen können. Aber ich bin heute früh beim musikalischen Wecken an der Schule vorbeigefahren. Da sieht es auch ganz schön schlimm aus. Ich weiß nicht, was die da von Hausmeister haben. Da könnten eigentlich auch mal die Fenster gestrichen werden. So. Ah, ich kriege Atem. Aus dem Amt zu erfahren, ganz offiziell, es gibt im nächsten Jahr neue Fenster in der Plesserer Schule. Dann nehmen wir das mit dem Hausmeister zurück, dann brauchen wir wirklich nicht mehr streichen. Vielleicht hilft uns beim Streichen der Fenster im Kulturhaus. Auf unseren Gottfried, auf unseren Amtsdirektor, ein dreifach Donnernes. Aliwatschi! Hoi, hoi, hoi! Aliwatschi! Hoi, hoi, hoi! Aliwatschi! Hoi, hoi, hoi! Habt ihr Hunger? Wollt ihr Pfannkuchen? Und ich freue mich ganz besonders, dass der Kindergarten und die Kinderkrippe und natürlich die Schule hier bei uns dabei ist und dieses würdige Jubiläum, den 11.11.
zur 5. Karnevalssaison mit uns gemeinsam zu feiern. Wer? Nachdem ihr euch gestärkt habt hier, möchte ich hier beginnen. Ab heute ist Schluss mit lustig für unsere entmachteten Amtspersonen. Sie haben hier Rechenschaft abzulegen über ihre ganzen Untaten. Sicher ist es in der heutigen Zeit nicht einfach, einen Pächter fürs Kulturhaus nachzufinden. Doch närrisch ist, im Stil der Bildzeitung den Blässern Enten zu verkünden. Alles aufzuführen, was die beiden haben verbrochen, dauerte dem Umfang nach eher mindestens 11 Wochen. Darum führen wir nur ein Beispiel an, welche Missetaten man verüben kann. Millionen fließen zur Krönung eines Schornsteinpaares in die Weinbergfestung rein. Alles andere geht zum Deibel. Doch das kümmert kaum ein Schwein. In der Halloween-Ruine baut man Luftschlösser. Wir alle haben es schon vernommen. Derweil lässt man ein Schloss der Kultur zur Ruine hier verkommen. Ist der Schubert nun ein Held oder flieht er in die Hauptstadt, wenn es alle ist, das Geld? Die Geschichte wird es zeigen, was richtig war, was falsch. Doch sehe ich euch im Blässer streiten, so kriege ich den dicken Hals. Ihr habt die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass ihr im Blässer was bewegt. Ihr habt mehr Glück als wie Verstand. Der Henker kriegt somit nur eure Hand. Hättet ihr gebürgt mit eurem Köpfchen froh und munter, so käme jetzt die Rübe runter. Haltet ein zur Feier des Tages. Verkündigt eine Amnestie im Blässern Narrenland. Straft sie anders vor dem Volke, doch lasst ihnen die Hand, Luther. Ihr habt gehört, was die Wünsche unseres Präsidenten sind. Doch nun an den Pranger mit den Entmachteten. Geschwind, Gericht. Das Urteil wird verkündet. Amtsenthebung anno 11.11.2004. Der Blässer Amtsdirektor und der Blässer Bürgermeister, Herr Drews und der Heinige, aus dem Amte hoch da droben, werden ab 11.11. bis Aschermittwoch ihres Amts enthoben. Sie haben jetzt darüber nachzudenken, wie sie können besser die Geschicke dieses Narrenortes lenken. Entzogen werden Weib und Bier. Verortet wird Harzkäse 4. Heute Abend wollen wir feiern. Und ich als Innenminister habe die ehrenvolle Aufgabe, den ersten taufrischen Orden der 50. Saison an Präsidenten zu verleihen. Ich würde sagen, das ist, der ist würdig, dass er der Erste ist, der diesen Orden erhält. Peter, der ist wirklich noch ganz warm, frisch aus der Presse. So, ich würde sagen, darauf ein einfaches Salvatschü! Die 50. Saison des Blässerer Karnevalsvereins steht übrigens unter dem Motto
50 Jahre, das ist der Hammer, wir kramen in der Rumpelkammer. Bis zum Aschermittwoch am 25. Februar 2005 wird es wieder zahlreiche Veranstaltungen im Kulturhaus geben und natürlich auch wieder den traditionellen Karnevalsumzug.